Hallo Freunde, willkommen zurück auf USA Legend. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Die Wiese hatten wir uns ja schon gekauft. Grundlage für die Schafe. Aber ich wollte euch das nicht antun, die ganze Mäharbeit mitzumachen. So, ich habe mir den Big M ausgeliehen. Lege das gleich mit Schwan. Ich spare mir also das Schwadern. Im Ladewagen, die sollen wir einfach reinholen, das war's. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich überhaupt ein richtiges Silo habe. Das muss ich auch noch schauen. Hier fällt es auf, aber der Schnee ist weg. Ich habe auch etwas vorgespult, damit ich überhaupt Rasen mähen kann. Sonst hätte ich gar nichts zu tun. Wir wären langweilige Folgen gewesen. Wollen wir nicht. Das hier noch schnell hinkriegen. Ich würde gedacht, ich bleib einfach erstmal bei den Schafen. Schau, wie das weitergeht. Und wir dann überlegen, ob wir auf Kühe gehen. Ich habe da einen schönen Kuhstall gesehen von Global Company. Mit Fütterungsanlage. Der mischt sich dann das richtige Futter selber scheinbar. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber es wäre mal ein Versuch. Passen dann angeblich 2000 Kühe rein. Da brauchen wir eine Menge Futter. Eine Menge Reinstreu, Melage. Wird heftig, wenn man die voll kriegt. Das müssen wir sehen. Dass es nicht so warm wird, nicht dass ich nicht hier fertig mit Gras, wenn vorne schon Heu ist. Ist ja auch ein Weg, das Zetterns umgehen. Aber liegen lassen. Irgendwann ist es trocken. Vielleicht. Also wie weit ich hier komme, wie weit ich hier mache, weiß ich noch gar nicht. Es ist ein Versuch. Es ist ein Ausreiz meines Rechners, wenn es so weitergeht. Er ruckelt etwas. Also, ich weiß nicht, in der Größe der Map liegt. Bin ich mit meinem Rechner verdammt auf die kleinen Maps. Aber ich hätte auch gerne mal eben eine große Map, wo man alles mit LKWs fahren lassen kann. Wenn die Trucks. Das ist auf Hof Bergmann etwas schwierig. Das ist, glaube ich, nicht dafür ausgelegt. Also bis jetzt noch nicht, was es hier an Produktionen gibt. Gibt es Produktion, kann man die kaufen? Geben wir noch was ab, kauft man die, produziert man selber das. Werden wir uns alles nach und nach erspielen. Gibt es hier noch irgendwas, was man im Winter macht, außer Schafe zu streicheln?
So, wir kommen in der Nähe und dann kommt reinholen. Ups. Wir haben noch ein bisschen Geld, zur Not kaufen wir uns ein Seelo. Kuhstall ist ja jetzt noch nicht wichtig, aber erstmal anfangen mit den Schafen, dass da überhaupt was reinkommt. Wir haben schon einen Grundbestand Gras haben, können wir irgendwas schon als Silage machen? Das heißt, wir bräuchten einen Fermentierer. Oh, das ist die Frage. Wenn die Koster das selber kann, brauchen die natürlich auch. Ich kann uns entsparen. Futtermischer vergessen. Viel Arbeit gespart. Kaufen wir jetzt einen Kuhstall für 2000 Kühe und stellen 5 Kühe da rein. Auf jeden Fall brauche ich Stroh und Stroh kriege ich erst, wenn ich irgendwas abgelernt habe. Das heißt, ich brauche ein Feld. Vorbereitung Kuhstall nicht zu rechnen. Ich brauche ein Feld, was ich jemand abernte, wo ich Stroh machen kann. Also Weizengerste. Und wenn ich das habe, kann ich Kuhstall dran denken. So, noch. Ja, zwei Bahnen werden es wohl noch. Eine will wieder hinkommen. Ja, zwei Bahnen. Zurück. Dann meine ich hinten Ladewagen gesehen im Hof. Ich bin noch überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was ich für Maschinen habe. Aber den geben wir jetzt erstmal ab. Der kostet uns nur Geld. Gemietete Fahrzeuge. Weg damit, schönen Dank. Und die brauche ich jetzt noch nicht. Da ist ein schöner Dicker, das ist gut. Nummer 2. Ups, da steht eine Pampas noch. Okay. Dann müssen wir umgucken, wo sind hier? Vorne steht er doch. Wollen wir da raus? Eigentlich nicht. Also schön, die gehen alleine auf.
So, jetzt schauen wir, was rauskommt. Vielleicht den mal nicht. Das hier raus. Gott, der sollte immer gepflügt werden. Katastrophe. Ich merke Flügen nicht und Flügen funktioniert mit dem Helfer sehr schlecht. Tiefenlocker ist der, ja, gefühltes Jahr dann drin. Wie mache ich das mal dann irgendwann offline? Können ein paar Stunden Livestream machen. Feldflügen. Der besser ganz erzählen sollen. So, das habe ich auch schon mal schneller gesehen hier. Morgen nicht. Gucken, dass er einmal voll wird, dann schauen wir, dass wir uns eine Tour legen zum Hof. Gucken, ob wir ein Silo haben. Also gucken, wie weit wir das hier mit Autodrive einbinden können, gewesen. Sind jetzt was anderes machen kann. Hier drüber ist noch eine große Wiese, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können auch die 2000 Kühe versorgen. Aber ich kann mir vorstellen, brauche ich da noch ein anderes Gerät, wo das dann auch schneller geht. Hier über den Weg runter, hier kann ich auch Autodrive, ich kann eigentlich einmal rund ums Feld fahren. Das heißt, egal wo ich stehe, brauche ich dann den nur noch fahren lassen. Da kommt ein bisschen noch. Ecke sauber mitnehmen, gut, und diesmal hat es geklappt. Das ist schon mal passiert, dass sie beim Spiel mit Tastatur euch trotzdem mit dem Gefährt in die Seite legt. So. Also die Tour hin haben wir. Das hier auch rein oder wie sieht das hier aus? Hier geht es noch zum Feld. So, schauen wir mal, gibt es hier einen Silo? Tankanlage, Hühner, Schafe. Ich sehe da nicht wirklich hinter.
nicht wirklich ein Sieger. Drehen wir eine Runde, ob wir sowas übersehen haben. Das kann kein Silo sein. Wir haben kein Silo. Ja, dann müssen wir gucken, wo wir ein Silo hinbauen. Kommen wahrscheinlich 100.000 Ideen, wo man den hinstellen kann. So, da kann man rein. Das ist ein Feld. Das ist eine Wiese. Grau ist das. Gras. Hätte die auch kaufen können. Warum kommen wir nicht das da oben? Das da oben ist Wiesen, das Gras. Ich glaube, dann habe ich einen Platz gefunden. Dann schauen wir uns mal Silo an. Ich möchte mein Multisilo. Die ist morgig. Sie nicht hinbauen. Ich liebe das. Warum kann ich das hier nicht hinbauen? So, Pferde brauchen wir nicht mehr, Bäume brauchen wir auch nicht. So, jetzt sollte doch mein Silo nichts mehr wegstehen. Na, komm. Da ist auch nicht schlecht. Was haben wir da? Nee. Komme ich da wieder raus? Versuchen wir es mal. Gerade fahren und hier wieder raus können, wäre das ideal. Kann ich einmal rund fahren und alles einbinden. Funktioniert. Kann doch hier reinfahren. Also das ist nicht schlecht.
So, die Tour zum Feld haben wir. Die geht hier rein. Doppelt gemacht. Binden. Und dann ziehen wir uns unsere Straße. Eben eine Runde noch drehen hier. Hier muss ich aufpassen, hier ist ein Zaun. So was hasse ich. Zäune, die sehe ich nicht. Und mal setze ich mich dann da drauf mit irgendeinem Gerät. Da habe ich einen Weg abgeschnitten. Gut, dann gehen wir hier rum. So, wir kommen aber jetzt zum Ende. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst ein Däumchen da. Schreibt im Kommentar, ob es euch gefällt. Ob ich hier weitermachen soll. Wie gesagt, noch ist es ein Testlauf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ups, das war der falsche.